Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mein Video anschaut. Hier soll es um meine Deko-Damen gehen und ich würde euch einfach mal gerne zeigen oder erzählen, wie das alles angefangen hat. Am Anfang durften wir lange, lange Zeit gar keine Haustiere haben und irgendwann wollten wir natürlich immer ein Haustier haben und dann haben wir es geschafft, meine Eltern zu überzeugen und wir durften einen Hamster haben und haben uns dann für einen kleinen Goldhamster entschieden. Die kleine Dame hieß Amy. Amy seht ihr jetzt auch hier in den Fotos in dem Video. Und ja, somit hat das dann angefangen. Goldhamster leben ja nicht so allzu lange. Sie war dann 1,5 Jahre ungefähr alt, als sie dann leider gestorben ist. Nach kurzer Zeit haben wir uns dann wieder einen Goldhamster angeschafft, den Krümel, diesmal mal ein Männchen. Krümel hat so ungefähr 2,5 Jahre gelebt, also schon ein bisschen länger als Amy und ist dann halt in auch einem für einen Goldhamster hohen Alter gestorben. Ja, danach wollten wir eigentlich erstmal kein Tier bzw. kein Hamster mehr, weil man doch leider von diesen putzigen Tierchen immer nicht so viel hat, da sie halt nur 2 Jahre leben im Durchschnitt. Und ja, dann ging auch das Leben so weiter. Irgendwann bin ich dann auch ausgezogen und da war auch erstmal keine Zeit und man hat auch gar nicht an ein Haustier gedacht. Für die Hamster war ich natürlich immer ganz oft Fressen einkaufen und dann halt in diversen Tiershops. Und ja, da sind mir dann irgendwann diese super süßen Nagetiere aus Chile aufgefallen, die immer sehr aktiv waren und ein total süßes Gruppenverhalten hatten. Und das waren halt die Degus. Von Degus hatte ich eigentlich sonst noch nicht wirklich viel gehört. Sie waren mir eigentlich relativ unbekannt. Ich fand sie aber, wie gesagt, immer in diesen Zooläden total niedlich und knuffig. Und ja, dann haben mich diese Tiere auch sehr interessiert und dann habe ich mich mal informiert. Und zwar ganz viel über Google, über Verhaltensweisen, wo kommen sie überhaupt her, was fressen sie, auch wie viel Platz brauchen die. Ja, über alles Mögliche informiert. Dann habe ich auch ganz viele Videos bei YouTube geguckt und ja, irgendwann stand halt fest, ach, das wäre doch ganz cool, Degus zu haben. So, dann habe ich mir halt weiter Gedanken gemacht, habe mit meinem Freund gesprochen, der nun auch ein Wörtchen mitzureden hat über neue Wegbegleiter. Und ja, seine Aussage, macht doch, was du möchtest. Und dann habe ich mir überlegt, da ja Tiere, also die Degus nun mal Gruppentiere sind, was denn für mich in Frage kommen würde, wie viele, welchen Platz sie brauchen. Und ja, dann kam ich darauf, dass ich doch gerne vielleicht 3 haben wollen würde. Das ist wenigstens schon eine Gruppe und kein Pärchen. Und für 3 kann man halt auch gut einen Käfig kaufen. So, jetzt habe ich mir dann auch schon verschiedene Käfige angesehen, habe viel gegoogelt und so wirklich gefallen hat mir kein Käfig. Waren doch alle ein bisschen unvorteilhaft, will ich sagen. So dass ich mich dann dazu entschlossen hatte oder die ersten Überlegungen kamen, ja, dann müssen wir ihn halt selber bauen. Und ich hatte dann so grob die Ideen, habe das mal mit meinem Freund besprochen. Er hat dann noch viel korrigiert oder verbessert und ja, dann haben wir angefangen, einen Käfig zu bauen. Parallel habe ich mir dann überlegt, ja, wo kriege ich denn Degus überhaupt her? Für mich war gleich eigentlich klar, dass ich sie aus der Zoohandlung nicht unbedingt holen möchte. Ja, hat verschiedene Gründe. Ich weiß halt immer nicht, was passiert denn mit den Tieren, wenn sie da nicht gekauft werden. Und generell kriegt man auch nicht unbedingt oft viele und gute Informationen darüber. Und man weiß halt nicht, wie die Haltung da wirklich ist und ob man das halt unterstützen möchte.
Das waren so meine Gründe, warum ich mich gegen die Zoohandlung entschieden habe und habe dann halt tatsächlich auch mal in Tierheimen geguckt, wobei mir natürlich klar war, dass dann wahrscheinlich meistens alte oder kranke Tiere sind, aber ich wollte zumindest mal reingucken, weil manchmal hat man ja auch Glück und man kriegt vielleicht auch junge Tiere, denen man ein neues Zuhause schenken kann. War auch im Prinzip alles dann egal, weil ich habe in Tierheim geguckt und es gab keine Degus. Also hier in meiner Region, wo ich wohne, waren Degus wohl wirklich völlig unbekannt. Also es gab Gott sei Dank halt auch keine in den Tierheimen. Ja gut, jetzt blieb natürlich die Frage, wo kriege ich sie her? Dann war für mich klar, gut, Zoohandlung fällt raus, Tierheim gibt es keine, also vom Züchter. War halt für mich auch eine Entscheidung, weil ich halt nun mal dann erst Degu-Halter bin, dass man vielleicht dann auch gut Informationen nochmal kriegt und Hilfe bei Fragen und alles, weil ich habe halt schon mitbekommen, Degus sind doch ein bisschen anspruchsvoller, auch was Vergesellschaftungen angeht, gegebenenfalls Streit oder. Gut, also habe ich nach Züchtern gesucht. Auch das war sehr schwierig, denn Züchter habe ich vor allem in Süddeutschland gefunden. Ich kann aber nicht mit einem Degu 6-7 Stunden fahren, ist viel zu weit. Auch zum Abholen, die müssen da in der Kiste und nee, das habe ich gesagt, das geht nicht. So, also habe ich mich weiter informiert, weiter geguckt. Ich dachte, es muss doch auch irgendwo in der Nähe einen Züchter geben, der nun mal Degus hat. So, irgendwann bin ich dann tatsächlich auf eine Züchterin gestoßen, die ungefähr 2,5 Stunden von uns weg war. Da dachte ich, okay, das kann man nochmal machen. Und dann habe ich die halt eine Zeit lang beobachtet, immer auf ihrer Website, wann denn neue Degu-Babys da sind. Und ja, tatsächlich war es dann irgendwann soweit. Da war, weiß ich noch ganz genau, da war ich dann tatsächlich auf der Arbeit. Und da hatte sie dann eine Anzeige drin, dass sie nun 7, beziehungsweise sie hatte sogar noch mehr, aber da waren halt 7 Babys. Und dann habe ich ganz schnell meinen Freund angetippt und habe gesagt, hier, sie hat jetzt gerade welche, weil die sind halt auch immer sehr schnell weg. Und noch dazu, wenn man halt mehrere haben möchte, die auch wirklich dann passen zusammen, dann habe ich gesagt, okay, wenn dann jetzt. Und dann habe ich sie einfach mal angeschrieben. Für mich war halt klar, dass ich gerne 3 Mädchen haben möchte. 3, wie gesagt, weil man den Platz gut zur Verfügung stellen könnte und weil es halt auch eine Gruppe ist. Und Mädchen einfach, weil ich habe halt auch 2 Schwestern und so war es für mich. 3 Mädchen ist eine super tolle Gruppe. Dann hatte ich schon gelesen, dass man gerne Geschwister nimmt. Man hat zwar keine Garantie, dass sie sich für immer verstehen, aber meistens läuft das wohl ziemlich gut. Also habe ich gedacht, super, 3 Schwestern, das wäre der Hammer. Dann habe ich mir noch überlegt, dass ich gerne unterschiedliche Farben hätte. Einfach aus dem Grund, weil ich Angst hatte, dass ich sie sonst nicht unterscheiden kann. Wobei man ja, jeder Besitzer sagt, er kann seine Tiere oder Kinder oder sonst was immer unterscheiden. Aber ich hatte mir jetzt mal 3 verschiedene Farben überlegt. Natürlich wäre das nicht zwangsläufig gewesen, wenn jetzt irgendwas anders gepasst hätte, dann hätte ich nicht so viel Wert auf die Farben gelegt. Ja, dann hatte ich die Züchterin angeschrieben und sie sagte, ja, ich habe im Moment 5 Mädchen, die sind alle Geschwister und sie hatten auch verschiedene Farben. Einmal Agouti, Blau, Sand und Creme standen zur Auswahl und ich habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, Agouti, Blau und Sand zu nehmen. Ja, und so habe ich sie dann erstmal angeschrieben. Wir haben dann ein Treffen vereinbart, dann bin ich einmal hingefahren und habe mir die angeguckt. Das war mir halt auch sehr wichtig, dass ich, auch wenn es sehr weit war, dass ich wenigstens einmal vorher gucken kann und sie dann quasi mich wirklich entscheiden kann dafür. Und ja, dann bin ich hingefahren. Irgendwann, da waren die Kleinen noch echt sehr klein. Also ich glaube, da waren sie 3 Wochen alt ungefähr, also noch richtig kleine Babys. Dann hat sie mir die gezeigt. Ich konnte sie auch schon auf die Hand nehmen, weil sie das halt schon kannten, um halt, ja, damit die Züchter sich das halt die ganzen mal kontrollieren können, ob es denen gut geht. Und so kannten die das halt schon, auf die Hand genommen zu werden.
Und ja, das haben die sich auch super gut gefallen lassen, waren super putzig. Und ja, dann habe ich mir die drei, die ich mir vorher schon überlegt hatte, habe ich dann gesagt, nehme ich. Ja, jetzt musste man natürlich nochmal nach Hause fahren, weil die Kleinen ja noch viel zu klein waren, um sie mit nach Hause zu nehmen. Und ja, dann ging das Warten los. War aber gar nicht so schlecht, weil wir mussten ja noch unseren Käfig fertigstellen. Wir hatten ihn zwar schon angefangen, aber nun war es ja nicht eng, aber jetzt stand ja der Termin, wann wir sie abholen konnten. Es hieß mit 8 bis 10 Wochen, weil es halt ein sehr großer Wurf war. Es waren 7 kleine Digo-Kinder, wahrscheinlich erst nach 10 Wochen. Also wussten wir jetzt, okay, der Käfig muss fertig werden. Und das haben wir auch super gut geschafft. Und jetzt würde ich euch gerne nochmal die 3 kleinen Digo-Mäuse vorstellen. Das sind ihre Babyfotos, so wie ich sie auf der Webseite gefunden hatte. Und zwar haben wir da einmal Mädchen. Das ist, hat die Farbe Agouti. Sie ist da auf dem Bild mit einem ihrer Brüder zu sehen, der die gleiche Farbe hatte. Ja, Mädchen hat halt die Wildfarbe, wobei ich sie jetzt immer Mädchen nenne. Eigentlich heißt sie May, aber Mädchen ist so ihr Spitzname ganz schnell geworden. Deswegen immer Mädchen. Und sie hat tatsächlich am Tag, als sie bei uns eingezogen sind, schon 72 Gramm gewogen. Sie war da schon die größte von den dreien. Und als nächstes sehen wir hier April. Das ist die sandfarbene mit ihren beiden Cream-Schwestern. Es ist jetzt schwer zu sagen, welche von den dreien sie wirklich jetzt war. Genau, April war die kleinste tatsächlich, wo wir sie abgeholt haben, mit 68 Gramm. Und dann kam June, die blaue, die ist ja auch auf den Fotos mit ihrem blauen Bruder zu sehen. Und Juni hatte 71 Gramm, auch hier. Juni, der Spitzname von June. Nur April hat keinen richtigen Spitznamen. Wie ich die 3 Süßen nach Hause geholt habe, also sie wurden von der Züchterin dann in meine Plastiktransportbox gesetzt. Plastik erwähne ich deshalb, weil fürs Abholen war das okay, weil die noch so klein sind und so, ich sag jetzt mal, ängstlich und verschüchtert doch waren, dass sie halt gar nicht auf die Idee gekommen sind, daran zu knabbern. Sie haben nur fleißig rausgeguckt, waren sehr interessiert, haben sich dann aber während der Fahrt tatsächlich auch zur Ruhe gelegt, sage ich jetzt mal. Nicht dauerhaft, weil Degus sind halt sehr neugierige Tiere. Und ja, dann sind wir nach Hause gefahren und dann sind sie eingezogen. Ja, das Einzugsdatum war dann der 13.05.2019. Ihr seht, das ist schon etwas zurück jetzt. Wir sind schon etwas weiter, aber ich wollte euch das gerne alles von Anfang an erzählen. Und ja, dann sind die 3 bei uns eingezogen. Ich habe sie dann aus der Transportbox in ihren eingerichteten Käfig gesetzt, der jetzt schon super fertig war, auch ausbruchssicher und alles. Und da durften sie sich dann erstmal eingewöhnen. Ja, von dem Einzug habe ich auch ein Video und den Einzug werde ich euch dann mal im nächsten Video zeigen. Ja, so kam ich zu meinen kleinen Degus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und seht euch den Einzug an. Tschüss!